Und wieder war ich auf Beutezug, diesmal in Mainz Hauptbahnhof am zweitlängsten Bahnsteig Deutschlands. Das hier ist allerdings noch nicht. Wir schauen uns erstmal ein bisschen um. Ein Blick von der Bingener Straße herab. Und ein Blick über den Bahnhofplatz. Ein Gelenktriebwagen mit 6 Achsen für Meterspur als Zweirichtungsfahrzeug. Marke Donald Duck. Im Vordergrund eine Variobahn von Stadler. Im Gegenzug zu der Ente, die gerade im Hintergrund einbiegt, handelt es sich bei der Variobahn um ein Einrichtungsfahrzeug. Am Zielort muss also eine Wendeschleife vorhanden sein, was in Mainz fast immer der Fall ist. Außer in der Bahnstraße, Endpunkt der Linie 52. Und da sehen wir nun zwischen Gleis 4 und 5, die sich am zweitlängsten Bahnsteig Deutschlands befinden. Allerdings nur in der Theorie, da ein Teil des Bahnsteigs leider abgesperrt ist. Da, wo ich jetzt stehe, ist Ende Gelände. Unter der Brücke fühlt man sich fast wie auf der A81 zwischen Stuttgart und Heilbronn. Mainz Hauptbahnhof ist regulärer ICE-Halt. Momentan gehen hier aber die Uhren etwas anders, da die Riedbahn wegen der Generalsanierung gesperrt ist. Daher wurde der Fahrplan etwas umgestellt und es verkehren Linien, die normalerweise zwischen Frankfurt und Mannheim auf direktem Weg verkehren würden, derzeit aber über Mainz. Gleis 4a Einfahrt RE3 nach Frankfurt Main Hauptbahnhof.
und 10. Vorsicht bei der Einfahrt. Ja, den Güterzug schauen wir uns natürlich auch noch mal genauer an. Die 159247, wer das Video von letzter Woche gesehen hat, diese Lok habe ich bereits in Donauwörth gesichtet. Der Blick auf die Mainzer Eisenbahntunnel. Insgesamt besteht die Anlage aus drei Tunneln. Der alte Mainzer Tunnel, von 1876 bis 1884 gebaut, war ursprünglich fast 1200 Meter lang, wurde dann aber in den 30er Jahren geschlitzt, sodass daraus zwei Tunnel wurden. Der Tunnel Mainz Hauptbahnhof und der Tunnel Mainz Süd. Von 1998 bis 2002 wurde der neue Mainzer Tunnel gebaut, der ebenfalls zwei Gleise beherbergt. Allerdings besteht im neuen Mainzer Tunnel ein Begegnungsverbot zwischen Reise- und Güterzügen. In den alten dürfen sich Reise- und Güterzüge nur fahrplanmäßig nicht begegnen. Soweit mir bekannt, gibt es ein solches Begegnungsverbot abseits von Neubaustrecken nur noch im Ecketunnel zwischen Warburg und Altenbeken. Jedenfalls werden durch die Riedbahnsperrung auch einige Güterzüge über Mainz umgeleitet, weswegen sich die Tunnel hier als Nadelöhr erweisen. Neuerdings gibt es hier wieder einen Stadtexpress, wenn ich richtig informiert bin, für die Zeit der Riedbahnsperrung, da in diesem Zeitraum auch der Regionalverkehr durcheinander gewirbelt wurde. Idee eines Stadtexpresses ist die Verbindung einer größeren Stadt mit dem Umland, so ein Zwischending zwischen Regionalbahn und Regionalexpress. Im Stuttgarter Raum gibt es mit dem Metropolexpress ein ähnliches Konzept. Dort wird im S-Bahn-Bereich weniger oft gehalten, im Umland dafür häufiger. Thank you.
Wegen dem Begegnungsverbot mit Güterzügen werden die Reisezüge hier relativ blockmäßig abgefertigt, wenn natürlich alles pünktlich unterwegs ist, sodass zu anderen Zeiten genug Freiraum für Güterzüge bleibt. Und dann schauen wir uns mal im nördlichen Bereich des Bahnhofs um, was wohl in diesem Gebäude früher war. In Mainz laufen verschiedene Strecken zusammen, einmal die Strecke aus Alzey, die hier nach 50 Kilometern im Bahnhof endet, oder auch die linke Rheinstrecke von Bingen.
Die Regionalbahn 26 fährt abwechselnd zwischen Bingen und Mainz sowie Köln und Mainz, manchmal aber auch über Bingen hinaus nach Oberwesel. Erschreckend pünktlich ist dieser ICE, in Frankfurt noch mit plus 6 weggefahren, hinkt er jetzt nur noch 2 Minuten hinterher und wird bei der Abfahrt nur noch plus 1 haben. Auf Gleis 13 befindet sich ein alter Wagen, der die Modelleisenbahn des Modellbahnclubs Mainz beinhaltet. Servus. Ja.
Irgendwas hat hier jetzt eine Bremsung verursacht. Was das war, das kann ich von außen auch nicht beurteilen. Und nach etwa 5 Minuten geht's dann weiter. Am Bahnsteig befindet sich hier eine Weiche zwischen Gleis 5 und 6. Schon der Laie sieht, dass der abzweigende Strang momentan blockiert ist. Wie weit ein Zug vorfahren müsste, dass die Weiche wieder befahren werden kann, das könnte man am Grenzzeichen RA12 ablesen. Hier sieht man eines, die Sicht auf das Relevante wird aber gerade vom Zug verdeckt. Der ICE 728. Normalerweise würde dieser über die Schnellfahrstrecke nach Köln fahren. Diese war aber zu jenem Zeitpunkt wegen Bauarbeiten gesperrt. Daher ein kleiner Umweg über die Rheinstrecke. Leider gab es an diesem Zug ein technisches Problem. Daher endete dieser hier in Mainz und die Fahrgäste mussten umsteigen. Ansonsten wäre hier eigentlich kein Halt vorgesehen.
Die S8 fährt eigentlich nach Offenbach, diese hier aber komischerweise nur nach Frankfurt Süd. 3 Minuten nach dem ICE 728. In diesen ICE sollten die Fahrgäste umsteigen. Ob das ein regulärer ICE war oder ein Ersatzzug, konnte ich leider nicht mehr rekonstruieren. Wie auch beim Ersatzzug sind hier 2 3er ICEs aneinander gekuppelt, je eine Baureihe 403 und 406. Die 406 ist mehr systemfähig und wurde vor allem im grenzüberschreitenden Verkehr eingesetzt. Seit einigen Monaten wurden diese aber vom ICE 3 Neo abgelöst. Der Stadtexpress muss warten, Gleis 5 ist nämlich noch blockiert, Ausfahrt mit 60 km/h und schon kommt der nächste ICE, so langsam wird es ein bisschen eng hier.
Hier bildet sich schon langsam ein kleiner Stau, wird aber nachher noch besser. Mit bloßem Auge hatte es zunächst den Anschein, da käme ein Bahndienstfahrzeug. Es ist aber ein Coradia Lind von der HLB. Was dieser hier sucht, da bin ich leider überfragt. Ein kleines Kabäuschen, für was auch immer. Schön pünktlich war dieser ICE bis kurz vor Mainz. Wahrscheinlich, weil die anderen ICEs die Bahnsteige blockierten, konnte er erst verspätet einfahren und hat damit 10 Minuten verloren. Und auch weitere Züge haben im Wartezimmer Platz genommen. Das wäre ein klasse Thumbnail geworden, abgesehen von dem Geflimmer und dem Stecken links im Bild. Die Regionalbahn 33 muss jetzt erstmal das Gleis 11 freimachen und so lange muss die Regionalbahn 26 noch warten, bis sie Einfahrt erhält.
Und endlich mal ein Güterzug. Ja, genau so muss es laufen.
Von Hamburg kam dieser Genosse
allerdings über eine andere Route als der ICE 2405. Aus der Ferne betrachtet, es könnte sich um ein Gleisarbeitsfahrzeug handeln. Thank you.
Eine Foslo DE18 von BBL, geleast von Nexrail. Und gleich hört man, wie die Weichen umlaufen. Thank you.
Und vom Mainzer Hauptbahnhof war es dann das für heute. Mittags ging es dann noch an die Strecke weiter südlich zwischen Nackenheim und Nierstein. Dazu gibt es dann in Kürze ein eigenes Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.